Danke schön, Lukas. Ab jetzt wird es Deutsch, und zwar einfach wegen den Übersetzerinnen und Übersetzern und der Einfachheit halber. Vielen Dank für eure Arbeit. Immer sehr anspruchsvoll für die Damen und Herren der Übersetzer, wenn sie da so ad hoc leisten müssen, dass sie auch verstehen, was wir meinen. Ich hoffe, dass nach diesen 10, 15 Minuten, die ich jetzt habe, dann die zweite Frage von Lukas so geantwortet werden kann, dass man das Velogesetz mindestens in den groben Inhalten kennt. Das wäre ein bisschen das Ziel meiner Ausführungen. Die Handlungsfelder sind immer dieselben beim Individualverkehr. Und zwar ist das der Mensch, das Fahrzeug, die Infrastruktur, die Finanzierung und die Daten. Und es ist dieser Mix, diese Interaktion aus diesen fünf Handlungsfeldern, die letztlich den Individualverkehr ausmachen. Ein kleines Beispiel ist natürlich beim Faktor Mensch die Ausbildung, Weiterbildung, beispielsweise bei den Lkw sehr prominent die Weiterbildung, beim Velo nicht oder noch nicht, das werden wir dann sehen. Bei den Daten ist es die Datenhaltung, die Qualität der Daten, die Datensicherheit. Ein Beispiel bringe ich hier. Die Schweiz ist international gesehen sehr gut unterwegs beim der Straßenverkehrssicherheit. Wir haben allerdings jetzt ein Problem zusammenzulösen auf dem Zweirad, notabene auf dem E-Bike. Das zeigen die Statistiken, und da brauchen wir sehr genaue Daten. Wir müssen wissen, was die Ursachen der Unfälle sind, sonst handeln wir nicht faktenbasiert und handeln am falschen Ort, und das dürfte nicht sein. Also diese fünf Handlungsfelder sind zentral, dass Astra versucht, hier tätig zu sein in diesen fünf Handlungsfeldern. Heute haben wir das von der Politik so im Auftrag. Im Bereich Infrastruktur kommen wir dazu, halt im Velobereich relativ bedingt. Allerdings für das Velo natürlich alles auch, was Mensch und Fahrzeug anbelangt. Ein letztes möchte ich dazu einleitend noch sagen, ist, der Individualverkehr ist nicht nur über die Ratio zu verstehen, sondern sehr stark immer auch über die Emotio. Das wissen die Hersteller natürlich bestens, beispielsweise der Automobilindustrie. Es ist kein Zufall, dass jetzt die Elektromobilität Anleihen sucht an den, in Anführungszeichen, goldenen 70er Jahren der Verbrennertechnologie. Da gibt es einen Cinquecento Electric und so weiter, all die Fahrzeuge, die da kommen. Und das geht um Emotio. Ohne Emotio geht es nicht. Und nur wenn wir das begreifen, können wir dann auch den Verkehr und das Mobilitätsbewusstsein zum Guten beeinflussen. Das ist beim Mountainbike, beim Velo haargenau gleich. Es geht um Emotionen und um positive Emotionen. Jetzt etwas sachlicher. Wir haben den Bundesbeschluss, Lukas hat es erwähnt, im September 2018 eindrücklich zugestimmt bekommen. Wir sind sehr dankbar für das, weil wir wirklich überzeugt sind, dass wir die Mobilität hin zum Besseren auch verändern können, auch auf der Straße, und dass hier das Velo, das E-Bike, das Mountainbike im Freizeitbereich und auch bei der Arbeit ein großes Potenzial sicher hat. Seither haben wir natürlich das Velogesetz erarbeitet, in die Vernehmlassung gegeben. Sie haben das studiert, sie haben zurückgemeldet. Die Inhalte, die Haupteckwerte dieses Velogesetzes sind diese vier Punkte. Ich meine persönlich, der Hauptpunkt sei die Planungspflicht. Also wir möchten die beiden anderen Staatsebenen sowie den Bund für seine Zweit- und Drittklassstraßen verpflichten, innerhalb von 5 Jahren ein Velowegnetz zu planen, das den Namen auch verdient. Planungsgrundsätze, das ist das Erstellen und Kommunizieren und Schulen und dann auch ankommen lassen in der Praktik bei der Projektentwicklung, ist ein ganz wichtiges zweites Standbein, diese Planungsgrundsätze. Dann die Ersatzpflicht, das ist an sich nicht wirklich etwas Neues, wurde ein bisschen verschärft gegenüber früher. Das heißt, wenn wir im Zuge unseres sonstigen Straßenbaus irgendwo Velowege tangieren, aufheben oder auch nur beeinflussen, dann sind wir verpflichtet, Ersatz zu schaffen, und zwar in der Regel auch dann besseren Ersatz als vorher. Und dann haben wir zusammen eine Informationspflicht. Das sind die vier Eckpfeiler, wobei für mich persönlich der Hauptpunkt die Planungspflicht ist. Jetzt in der Vernehmlassung wurde das sehr positiv aufgenommen. Es gab aber zusätzliche
Forderungen, einmal die Finanzierung betreffend. Ja, das ist nicht wirklich Neues, weil eigentlich das Velogesetz ein subsidiäres Gesetz bleibt. Das heißt, der Bund ist verantwortlich für seine Straßen, kann aber nicht wirklich Infrastrukturfinanzierung machen für Städte und Kantone. Das wurde aufgenommen. Da meinen wir, das können wir nicht aufnehmen, denn das wäre eine Grenze zu der Verfassung. Da müssten wir noch mal vors Volk. Also diese Forderung haben wir jetzt in der neuesten Version, in der definitiven Version des Velogesetzes nicht aufgenommen. Dann eine weitere Forderung war der nationale Masterplan, Velobahnen und Velostraßen. Das nehmen wir auf, indem wir jetzt eine Roadmap versuchen zu formulieren, zusammen mit Kantonen und Gemeinden. Dann ein wichtiger Punkt, wichtige Forderung, die Frist zur Umsetzung. Also man wollte nicht nur eine Planungspflicht haben für die drei Staatsebenen, sondern auch eine Umsetzungsfrist, so ein bisschen in Analogie zu den Lärmschutzgedanken. Und das haben wir aufgenommen und haben jetzt im Velogesetz drin zwei Fristen, eine von 5 Jahren für das Erstellen, Abschließen einer stringenten Velonetzplanung und dann 20 Jahre für deren Umsetzung. Das gibt dann sicher zu diskutieren und so soll es ja schließlich auch sein. Und eine vierte Forderung waren die Pilotanlagen, dass wir dort pilotmäßig tätig sein können, immer alle drei Staatsebenen zusammen, und das werden wir natürlich aufnehmen. Ich möchte einen weiteren Punkt erwähnen, der zwar nicht als Forderung gekommen ist, den wir aber aufgenommen haben ins Velogesetz, in die definitive Fassung gegenüber der Vernehmlassung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sie erinnern sich, wir haben per 1.1.2020 400 Kilometer Kantonstraßen übernehmen dürfen von den Kantonen. Und das sind in der Regel Zweit- und Drittklassstraßen, ganz wenige Erstklassstraßen drin. Und dort haben wir auch mit Velowegeinfrastrukturen zu tun. Ursprünglich war geplant, dass diese Velowegeinfrastrukturen bei den Kantonen und Gemeinden verbleiben. Das haben wir jetzt gedreht und entlang dieser 400 Kilometer neuen Straßen und den übrigen 1900 Kilometer Nationalstraßen, diese Velowegeinfrastruktur würden wir zu uns nehmen, halt einfach auch in unsere Pflicht und dann auch in unsere Finanzierungspflicht. So, das sind diese 5 Hauptpunkte, die wir aufgenommen haben. Wo stehen wir? Vernehmlassung durch, jetzt waren die Formalismen, Ämterkonsultation und all das Zeug. Und Mitte Mai, 19. Mai, ist geplant, dass der Bundesrat die Botschaft verabschiedet. Und dann ist es auf dem Tisch von Stefan Engler und seinen Kolleginnen und Kollegen. Und die werden dann mit dieses Gesetz beraten und uns die Ohren langziehen oder auch nicht. Und am Schluss hoffen wir, dass wir zügig dann in eine Umsetzung kommen, bis wir dann die Inkraftsetzung beschließen können. Die rechtlichen Möglichkeiten bei Nationalstraßen finde ich immer sehr spannend, dass wir das betonen. Und zwar, ja, das ASTRA gilt natürlich ein bisschen als in Anführungszeichen Highway Guys. Das sind wir auch, das ist so. Aber von diesen 2250 Kilometer Nationalstraße, Autobahnen, sind ein Drittel Zweit- und Drittklassstraßen, rund 700 Kilometer. Und diese Zweit- und Drittklassstraßen, dort haben wir per Definition Mischverkehr, dort haben wir eigene Aufgaben, dort haben wir Verkehrstrennungsprobleme zu lösen gegenüber dem Langsamverkehr. Und das wollen wir natürlich unbedingt tun. Und ich bin überzeugt, dass dann so auch irgendwie ein nationales Velobahnnetz entstehen kann, eben entlang unseren Zweit- und Drittklassstraßen. Bei den Erstklassstraßen, N1 und so weiter, N2, dort ist das ein bisschen anders, aber auch dort bin ich überzeugt, dass wir über Pilotprojekte und über die Erweiterungsprojekte im Rahmen von STEP sehr Gutes tun können, zusammen mit Kantonen und Gemeinden für das Velo. Ich bringe ein Beispiel, das wir in der Schöllenen realisieren konnten, bereits vor dem Velogesetz, Verkehrstrennung pur. Das war der Horror, dort irgendwo mit den Knöpfen am Wochenende die Schöllenen hochzufahren mit dem Velo. Es war auch eine Zumutung für die anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Busse. Neu ist das getrennt, das soll so sein. Wir haben dasselbe vor auf beispielsweise der Strecke Grand Saint-Bernard, wo wir zum Teil eine historisch bedingte dritte Fahrspur Richtung Süden haben, also den Berg hoch, und das kommt aus der Zeit der Kriegsspuren, als die Fahrzeuge noch schwach motorisiert waren.
und man eben der Meinung war, es sollte zusätzliche Spuren geben. Wir planen jetzt zum Beispiel, wir sind da zum Studieren, diese dritte Fahrspur, die wir so nicht mehr brauchen für den MIF, umzuwidmen in eine Veloroute. Und solches können wir tun und werden wir tun und wollen wir tun. Der Bundesrat, und das soll diese Folie zeigen, hat das Thema Velo auch auf dem Radar. Ein Bundesratsziel dieses Jahres ist die Verabschiedung des Velowegesetzes, immerhin. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir dort verankert sind, auch auf Stufe Bundesrat. Stufe Departement hat es dann noch zwei weitere wichtige Ziele drin. Und ich möchte hier eines kurz aufblenden, diese beiden Ziele. Und das ist das Postulat von Ständerat Thierry Burkhardt, nämlich die Frage, wer soll wo verkehren, auf welchem Vehikel, mit welcher Ausbildung, in welchem Zustand. Und in welchem Zustand geht dann für Vehikel und für Fahrerinnen und Fahrer. Wir alle wissen, dass wir sehr viel Potenzial haben, auch in der Fahrzeugentwicklung, auf Zweirädern, auf Vierrädern. Batterieelemente werden immer effizienter, Gewicht, Leistungsverhältnis oder Gewicht, Energieinhalt wird immer besser und auch die Größe der Antriebe wird fast verschwindend klein. Das führt dann unter Umständen eben zu Fragen wie, lassen wir Monowheels zu, wenn ja, wo und so weiter. Dieser Bericht ist sehr weit fortgeschritten und er soll dienen als Diskussionselement mit den Ständeräten, Nationalräten einerseits, aber auch mit den Verbänden, Schweizmobil und mit den Veloverbänden andererseits, mit den Städten, ob sie das auch so sehen. Wir haben dort jetzt die Auslegeordnung gemacht und ja, wir möchten dort auch ein bisschen Revolutionäres bringen und wir werden das machen in zwei, drei Varianten, zum Beispiel Zonenmodelle, wo dann jeder überall auf den Straßenflächen verkehrt und der Langsamste gibt in Gottes Namen den Takt vor. Das kommt dann in den Innenstädten allenfalls zum Tragen. Also Diskussionsgrundlage und nach dem Motto Keep it simple. Am Schluss, ich habe es gesagt, geht es immer auch um Menschen. Die Menschen müssen begreifen, wie wir organisieren, warum wir so und nicht anders organisieren. Und hier haben wir so drei, glaube ich, Hauptkriterien formuliert. Einmal die Geschwindigkeit und das Gewicht, das ist sicherheitsrelevant. Und dann auch die Fahrzeugbreite. Das ist dann vor allem natürlich Fahrzeug- und Straßenbreite wichtig für den Cargo-Bereich. Am Schluss geht es nicht ohne Koexistenz. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, wenn immer möglich, eben in Innenstädten kann das dann andere Lösungen geben. Ich habe es erwähnt, gibt es vielleicht die Variante des Zonenmodells, aber sonst werden wir immer versuchen, drei Flächen zu unterscheiden. Einmal Gehflächen und dort soll wirklich nur der Fuß unterwegs sein, mit Ausnahme natürlich von Rollatoren und allenfalls human-powered Kickboards und so, aber nicht Elektrovehikel oder anderes. Dann das zweite wären die Radverkehrsflächen und das dritte wären dann die übrigen Verkehrsflächen für öffentlichen Verkehr auf dem Pneu und für den klassischen motorisierten Individualverkehr. So. Ja, dann, wenn es ums Wandern geht, die Schweizerinnen, der Schweizer, die lieben das Wandern und Velofahren, selbstverständlich, und das heißt eben Koexistenz. Wir tun hier viel Gutes mit Schweizmobil über diese Sensibilisierungsschriften. Und dort können wir in Zukunft mit der Basis des Velogesetzes noch mehr machen, im Sinne auch eben von ganz konkreten Planungsinstrumenten und Planungshinweisen, sodass dann die Einheitlichkeit auch entsteht. Es soll ja auch so sein, dass Herr und Frau Touristin und Tourist uns lesen kann, ob er jetzt im Berner Oberland oder in Graubünden unterwegs ist. Und so soll es auch der Schweizerin und dem Schweizer gehen. Wir haben im Bereich Mensch-Fahrzeug, finde ich, jetzt einen weiteren Schritt gemacht hinsichtlich Sicherheit. Und das ist vor allem die Straßenverkehrsgesetzrevision. Zusammen mit dieser Revision haben wir drei Punkte in die Vernehmlassung gegeben. Das ist die Tachopflicht für Elektrovelos, das ist das Fahren mit Licht am Tag, ist etwas Banales, aber ist extrem wertvoll. Das wissen wir aus der Evaluation von Via Sicura. Und das ist die Helmpflicht für E-Velos mit, also für in Anführungszeichen langsame E-Velos. Ja, vor allem dieser letzte Punkt gibt zu diskutieren, aber wer da ein bisschen Mühe hat damit, der soll doch mal das Gespräch führen mit einem Chirurgen des Inselspitals und dann ist man in der Regel bekehrt.
Also wir haben das gemacht und wir finden, das seien drei sehr adäquate Maßnahmen, die wir umsetzen sollten. Der Bundesrat wird das in die Verordnung aufnehmen. Ich weiß, dass das nicht überall gern gesehen wird. Die Vermieter haben zum Teil hier ein Problem mit dieser Velohelmpflicht. Man hat eventuell auch gewisse Hygienefragen jetzt, die in der Pandemie zu Recht aufgekommen sind. Aber ich finde, das ist durchaus lösbar. Ja, am Schluss geht es mir darum, einfach festzuhalten, wir tun auch weiterhin alles und künftig mit noch mehr Legitimation hinterlegt, alles um das Velo, das E-Bike im Bereich Sport, Freizeit und Cargo zu fördern. Ich bin überzeugt, wir schaffen das zusammen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich darf zurückgeben an Lukas.